meine Lieben, heute begrüße ich euch mal aus einer ganz anderen Umgebung und zwar im Wald bin ich gerade. Ich möchte natürlich noch ein wenig das Sommerwetter genießen und heute soll es auch um ein sommerliches Thema gehen, nämlich die Bräune. Viele haben ja das Problem, dass sie in der Sonne nicht so richtig braun werden, auch nicht ins Solarium gehen wollen und deswegen auf Selbstbräuner zurückgreifen müssen. Auch ich habe in letzter Zeit 3 Selbstbräuner probiert, von denen ich euch heute 2 vorstellen möchte. Der erste, nämlich, der befindet sich nicht mehr bei mir. Ich habe ihn weggeben müssen, denn er war für mich überhaupt nicht geeignet. Das war der von Sanozon von Rossmann in einer großen Sprühflasche, in einer braunen, für ca. 200 ml. Die beiden, die ich euch jetzt vorstellen möchte, sind getönte Selbstbräuner. Das heißt, man hat einen Soforteffekt. Und das ist nämlich etwas, was ich besonders interessant finde, denn wenn man eine Bräune will, möchte man vielleicht gar nicht erst stundenlang warten. Die beiden, um die es geht, sind diese hier. Einmal L'Oreal Sublime Bronze Selbstbräunungspflege mit Soforteffekt und Beccasan Selbstbräuner und Sofortbräune getönt. Den habt ihr in meinem Haul auch schon gesehen. Menge und Preis. Hier steht drauf, dass hier in dieser großen Packung nur 30 ml drin sind. Dafür kostet er aber auch mindestens 8 Euro. Ich weiß nicht, weil es ein Doppelkammersystem ist, ob die 30 ml pro Kammer gemeint sind oder insgesamt. Insgesamt wäre es natürlich sehr wenig. Hier hingegen sind 125 ml drin, also 4-mal so viel. Der kostet aber nur ca. 5 Euro. Das heißt, der ist wesentlich teurer. Das Versprechen. L'Oreal verspricht durch dieses Doppelkammersystem einen Zweifacheffekt, nämlich einmal sofortige Bräune und Ausstrahlung dank der getönten feuchtigkeitsspendenden Pflege, die ist hier in dieser braunen Hülle drin, für ein unmittelbar sichtbares Ergebnis, das mit reinen Selbstbräunern nicht erreicht werden kann. Das stimmt ja. Und zweitens langanhaltende extra natürliche Bräune dank des Selbstbräunungswirkstoffs mit glättendem AHA-Komplex für einen gleismäßigen Teint ohne Streifen. Das heißt, hier ist die Selbstbräunungspflege drin. Beccasan hingegen verspricht gleichmäßige, attraktive Bräune, keine Flecken, keine Streifen, frischer Duft. Mit Jojobaöl für trockene Haut. Das heißt, hier ist auch der Zusatz für trockene Haut. Hier steht nichts drauf, dafür steht hier ideal für Gesicht und Dekolleté. Und hier gar nicht, das heißt, es ist für den ganzen Körper geeignet. Aber auch das funktioniert auf anderen Körperteilen problemlos. Zum Duft. Ich finde, diese riecht etwas angenehmer, ein wenig sommerlicher. Und der Selbstbräuner riecht, wie Selbstbräuner halt meistens riechen, ein wenig synthetisch und ein bisschen unangenehm. In Bezug auf die konkrete Anwendung stehen hier kleine Anweisungen drauf, die sich nicht wesentlich voneinander unterscheiden. Auf die gründlich gereinigte Haut auftragen, gleichmäßig verteilen, wie wir das kennen. Hier steht aber noch der Zusatz drauf, anfangs täglich verwenden und dann 1 bis 2 Mal pro Woche. Der erste große Unterschied ergibt sich in der Entnahme. Doppelkammersystem, hier oben ist ein Spender zum Draufdrücken und ich hoffe, ihr seht das jetzt, dass hier 2 Flüssigkeiten rauskommen. Einmal die helle, das ist der Selbstbräuner und die braune getönte Tagescreme. Da ergibt sich für mich schon Problem Nummer 1. Nämlich, man muss hier wirklich exakt in der Mitte drauf drücken. Wenn man ein klein wenig verrutscht oder das Ding auch manchmal ein wenig hin und her wackelt, kann es sein, dass aus einer Kammer etwas mehr rauskommt. Das heißt, ihr könnt nicht hundertprozentig sicher sein, dass ihr hier exakt die gleiche Menge von beiden Flüssigkeiten rausbekommt, sodass entweder mehr getönte Tagescreme oder mehr Selbstbräuner enthalten ist. Das kann zu einem Ergebnis führen, was euch nicht gefällt, sodass ihr nochmal nachlegt und wenn dann zum Beispiel die getönte Tagescreme wieder abgewaschen ist, dass ihr irgendwo zu viel oder zu wenig Selbstbräuner drauf habt. Das ist der Minuspunkt, der damit verbunden ist. Bei Beccasan ist es so, dass hier auch eine getönte Flüssigkeit vorhanden ist, die aber schon komplett zusammengemixt ist. Also, man hat natürlich nur eine. Die sieht so aus. Ich verwische sie euch jetzt mal, aber nehme sie gleich wieder ab, sonst habe ich dann eine braune Hand. Seht ihr? Ihr habt sofort eine leichte, schöne Tönung. Die bleibt dann auch so drauf. Und genauso wie diese Tönung aussieht, so sieht dann auch euer Bräunungsergebnis aus. Der Vollständigkeit halber mache ich das hier auch nochmal. Ihr seht, dass das hier schon eine sehr, sehr intensive Bräune ergibt. Ich habe auch das Gefühl, dass diese getönte Tagescreme sehr intensiv ist.
Das wäre dann circa euer Ergebnis. Aber hier kann es natürlich sein, dass die Menge der getönten Tagescreme und des Selbstbräuners nicht ganz kohärent ist und das Ergebnis nach einmal Waschen zum Beispiel gar nicht mehr so aussieht. So, ich nehme jetzt erstmal den Selbstbräuner wieder ab. Alles klar, bin wieder da. Jetzt kommen wir zum Ergebnis. Ich habe das bessere Ergebnis mit dem Bäckersan Selbstbräuner erzielt. Er macht die Haut schön geschmeidig. Da diese Textur schon fertig abgemischt ist, sieht man gleich, wie intensiv die Bräune am Ende auch sein wird, wobei man hier nicht immer sicher sein kann. Das heißt, das Risiko für Flecken ist bei mir hier höher. Insgesamt halten beide Bräunen einige Tage lang. Bei beiden Bräunen fällt aber auf, dass sich aufgrund dieses getönten Inhaltsstoffs, der noch drin ist, viel, viel mehr Bräune von der Haut löst, als natürlich, wenn man Selbstbräuner verwendet, der keine braunen Inhaltsstoffe enthält. Es ist ja im Grunde so etwas wie Farbe, was dann auch auf der Haut liegt, was ja diesen Soforteffekt ergibt. Das ist ja auch notwendig. Aber am Wattepad habt ihr dann beim Abnehmen vom Gesicht abends viel mehr Bräune. Und trotzdem finde ich diesen Selbstbräuner eine schöne Alternative im Sommer. Im Vergleich zu diesem würde ich euch diesen auf jeden Fall empfehlen, weil die Textur fertig abgemischt ist, er im Preis viel günstiger ist als dieser und auch sehr ergiebig ist. Für mich sind Selbstbräuner keine Dauerlösung, das habe ich auch schon mal gesagt. Aber für die, die wirklich auf Selbstbräuner schwören und einen guten neuen suchen, weil sie vielleicht mal was Neues ausprobieren wollen und vielleicht auch noch keinen getönten hatten, dann würde ich euch auf jeden Fall diesen hier empfehlen. Für den Preis wäre ich bei der kleinen Menge und auch bei der Zusammenmixung dieser beiden Flüssigkeiten, die nicht immer gleichmäßig sein muss, etwas skeptischer. Also meine Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir doch mal, welche Selbstbräuner ihr so verwendet oder ob ihr lieber ins Solarium geht oder eure natürliche Hautfarbe einfach behalten wollt. Also, ich werde jetzt noch ein bisschen im Wald rumspazieren, werde euch dann auch noch ein anderes Video von hier aus drehen und hoffe, ihr genießt die Sonne auch noch ein bisschen. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss!